ZDF gegen die Berichterstattung der beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zu den Ereignissen in Venezuela. Die zentrale Aufgabe des von uns allen finanzierten öffentlichen Senders ZDF besteht darin, uns Zuschauern eine freie Meinungs- und Urteilsbildung zu ermöglichen. Dazu muss laut Auftrag des Senders die Vielfalt der in der Gesellschaft bestehenden Meinungen im Gesamtprogramm überparteilich, möglichst breit und vollständig dargestellt werden. Die Berichterstattung muss wahrheitsgetreu und in Nachrichtenformaten sachlich sein. Die Programme des ZDF sollen den publizistischen, ethisch-moralischen und gesellschaftlichen Standards und rechtlichen Vorgaben der Sachlichkeit, Objektivität, Ausgewogenheit, Unabhängigkeit und Fairness verpflichtet sein. Zitat Ende. Soweit zum deklarierten Selbstverständnis in den eigenen Programmgrundsätzen des ZDF nachzulesen auf deren Homepage. Doch wie sieht die Realität aus? ZDF und ARD haben in den vergangenen Wochen in dem Konflikt in Venezuela aktiv Partei ergriffen und einseitig Stimmung gegen die dort rechtmäßig gewählte Regierung von Nicolás Maduro gemacht. Sie haben die Behauptung der US-Regierung und des deutschen Bundesministers Maas ergriffen, von der SPD unhinterfragt übernommen, dass die Maduro-Regierung trotz Wirtschaftsnot keine Hilfslieferungen im Land zulasse und eine humanitäre Krise zu verantworten habe. Hilfslieferungen erreichen jedoch Venezuela auf vielen Wegen, unter anderem geliefert aus Russland und China und auch vom Internationalen Roten Kreuz. In diesem Zusammenhang hatte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes deutlich gemacht, dass es sich bei den inszenierten gewaltsamen Aktionen am 23. Februar diesen Jahres an der Simón Bolívar-Grenzbrücke zu Kolumbien, das ZDF war natürlich in der Berichterstattung ganz vorne dabei, nicht um eine versuchte humanitäre Hilfe, sondern um eine politische Aktion handelte. Sowohl Rotes Kreuz als auch die Vereinten Nationen verweigerten eine Beteiligung an dieser Aktion. Militante Anhänger Guaidos wollten ohne Grenzkontrollen als Hilfslieferung deklarierte Container über die Grenze bringen, was die Behörden Venezuelas natürlich unterbanden. Zu dieser Stellungnahme des Roten Kreuzes gab es in der damaligen Berichterstattung des ZDFs kein Wort. ZDF und ARD verschweigen, dass eine wesentliche Ursache für die Krise die Blockade von Milliarden US-Dollar auf venezolanische Auslandskonten ist und auch britische Finanzdienstleister Milliarden US-Dollar blockieren. Geld, das zum Kauf von Ersatzteilen, Lebensmitteln und Medikamenten dringend benötigt wird. Das Land soll nicht nur durch diesen externen, sondern auch durch einen internen Wirtschaftskrieg destabilisiert werden. Private Handelsketten wie der Handelskonzern Polar haben immer wieder durch das Zurückhalten von Waren des täglichen Bedarfs versucht, im Land eine Versorgungskrise auszulösen, die zum Sturz der linken Regierung führen sollte. Auch dazu schwieg das ZDF und machte Nicolás Maduro ausschließlich für die leeren Regale verantwortlich. ZDF und ARD verschweigen, dass im April letzten Jahres die UN-Mitarbeiter Alfred Tesayas und Idris Yazari nach einem Besuch in Venezuela das Wirtschaftsembargo angeprangert haben, das direkt die Bevölkerung trifft. Die Sanktionen töten, warnte Tesayas bei einer Pressekonferenz der UN in Genf. Sie seien geopolitische Verbrechen, die direkt zum Tod von Kindern durch Unterernährung führten. In Venezuela sterben Kinder, weil sie wegen der Sanktionen und der Blockade nicht genügend Lebensmittel oder Medikamente bekommen. Venezuela müsse geholfen werden und dazu müsse man mit der Regierung und mit den internationalen und regionalen Organisationen zusammenarbeiten, forderte Zayas. Kein Wort von ARD und ZDF hat Alfred Zayas als Sonderberichterstatter für Menschenrechts des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen gefordert hat, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag die Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela als mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen sollte. Kein Wort in der Sendeanstalt.
demokratischen und rechtsstaatlichen Werten auf dem Papier verpflichtete öffentliche Medienanstalten schweigen, wenn der Sicherheitsberater der US-Regierung Bolton dem venezolanischen Präsidenten Maduro mit dessen Internierung in das US-Folterlager Guantanamo droht, sollte dieser nicht bald zurücktreten. Sie schweigen auch, wenn US-Präsident Trump verkündet, im Umgang mit Venezuela hätte man ja viele Optionen, einschließlich einer militärischen. In ARD und ZDF wird der Eindruck erweckt, die politische Entwicklung und die sogenannte humanitäre Krise in Venezuela seien Auswirkungen einer demokratisch nicht legitimierten Amtsführung des Präsidenten Maduro. In seiner Berichterstattung manipuliert das ZDF die Rahmenbedingungen und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2018. Im Heute-Journal vom 24. Januar 2019 behauptete der Sender wahrheitswidrig, dass Maduro ohne Gegenkandidaten mit 67,7% der abgegebenen Stimmen siegte. Die Wahrheit ist, dass neben Nicolás Maduro von der Sozialistischen Partei drei Gegenkandidaten gegen ihn antraten. Teile der zerstrittenen Opposition hatten die Wahl boykottiert, da sie sich dieser Wahl nicht stellen wollten und lieber auf einen gewaltsamen Sturz der Maduro-Regierten setzten. Maduro gewann in einer von der UN überwachten Wahl mit einer Zweidrittelmehrheit und wurde in seinem Amt bestätigt. Auf Zuschauerproteste reagierte die für den Beitrag verantwortliche Redakteurin der lächerlichen Ausrede, dass in der Hektik der Erstellung des Beitrages für das Journal aus ihrer Formulierung, es gab keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten, es gab keine Gegenkandidaten wurde. Einfach Überlastung in der Arbeit. Die Forderung und Richtigstellung an entsprechend gleichwertiger Stelle, also in der Heute-Sendung von eben solchem Millionenpublikum, wurde natürlich verweigert. Das alles interessiert zum Beispiel auch Marietta Slomka nicht, die hier in der Anstalt arbeitet und wegen scheinbar kritischen Fragen an Politiker eine hochgelobte Moderatorin des Heute-Journals ist. Wenn sie einen großen Teil ihrer Sendung vom 16. Mai ohne kritische Nachfragen dem Selbstdarsteller Guaido überlässt. Wenn man sich die aktuelle Berichterstattung zu Venezuela anschaut, werden erschreckende Parallelen zu den medialen Vorbereitungen früherer Interventionen gegen den Irak, gegen Libyen und Syrien deutlich. Die jeweiligen Länder wurden zunächst isoliert, politische und kulturelle Kontakte tabuisiert, die Wirtschaft durch Embargos ruiniert, bevor gegen diese geschwächten Länder dann Krieg geführt wurde. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wir müssen Solidarität zeigen und den vielen Menschen beistehen, die im Rahmen der Alba-Länder um ihren eigenständigen, solidarischen Weg in Lateinamerika kämpfen. Protestiert beim CDS-Chefredakteur Peter Frey oder beim Intendanten Thomas Bellot und an die sich kommunikativ gebende Journalistin des MoMAs, zum Beispiel Dunja Hayali, mit Mails, Briefen gegen die Sturmsmache, gegen ein Land und viele seiner Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen wollen. Hoch die internationale Solidarität, das heute darf erst wirklich nur der Anfang sein. Wir dürfen Venezuela nicht alleine lassen. No Pasaran. No Pasaran! No Pasaran! No Pasaran! No Pasaran! No Pasaran! No Pasaran! So. Zu Beginn jetzt zu Deutschland.